Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und die verlorene Zukunft. Wir sind hier gerade mitten beim Finale. Wir versuchen jetzt gerade von der riesigen Monstrosität, von dieser riesigen Festung irgendwie zu entkommen. Wir haben da im letzten Part noch Bill Hawks retten können, aber trotzdem wird die jetzt dann gleich explodieren, die Festung. Also glaube ich zumindest. Und vielleicht auch doch ganz London mit uns Schutt und Asche legen. Ich hoffe es nicht, aber wir müssen jetzt erstmal irgendwie hier entkommen und müssen uns noch durch dieses Rätsel hier hindurchkämpfen. Unser 129 für 70 Pikarat. Eine Blockbarriere versperrt dir den Weg. Zum Glück hast du 5 Bomben geladen. Natürlich. Jede davon zerstört den Block, auf dem sie platziert wird. Die verbleibenden Blöcke gehorchen der Schwerkraft und fallen nach unten, wenn ein Block unter ihnen zerstört wird. Ihre Form verändert sie allerdings nicht. Platziere deine Bomben so auf den Blöcken, dass nach der gemeinsamen Zündung eine ebene Fahrbahn entsteht und berühre dann den Auslöser. Viel Glück. Okay, das ist sowas ähnliches wie bei den Rätseln des Tages aus Layton's Mystery Journey. Wie da eine Rätselart. Okay, ich muss 5 von denen zerstören, dann fallen die anderen nach unten und die müssen dann eine ebene Fahrbahn bilden. Okay, aber Löcher dürfen zwischendurch sein, also unten zumindest. Aber oben muss ich eine ebene Fahrbahn haben. Okay, verstanden, ja. Ich mache jetzt mal Notizen vielleicht. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel mal den hier wegmache. Ich will wieder eine schwarze Farbe haben. Wenn ich den hier wegmache, dann fällt ja der hier so nach unten und ist dann danach hier so drauf. Und dann hätte ich schon mal das da links schon mal geklärt. Ja, dann müsste ich eben den wegmachen und auch den da. Da oben, weil der natürlich dann viel zu weit oben ist. Ja, ich meine, ich habe ja hier eine Höhe von 5 insgesamt. Hier. Da kann ich auch immer darauf achten, dass ich irgendwie auf 5 komme. Das heißt eben zum Beispiel auch, dass der Block hier und der Block hier, dass sie nicht beide gemeinsam da sein dürfen, weil ich ansonsten da schon eine Höhe von 6 habe. Okay, ja. Jetzt habe ich das da links schon mal. Das heißt, auf der rechten Seite will ich wahrscheinlich den hier wegmachen. Dann muss ich sogar wegmachen, weil wenn der da bliebe, dann könnte ich diese Lücke ansonsten nicht mehr schließen. Also der muss weg. Dann wird der hier nach unten fallen und wird dann genau hier reinfallen. Das passt also auch. Ja. Deswegen muss ich aber auch den hier und den hier, ja, behalten. Der da rechts unten, der ist mir eigentlich egal, sogar, ob der bleibt oder nicht. Der kann auch da bleiben. Ich habe sogar noch 2 Bomben übrig jetzt, ne, aber, jetzt ist der Rest aber schwer, fällt mir gerade auf. Ja, da habe ich ein bisschen ein Problem, weil ich habe jetzt noch diesen gelben und diesen grünen Block da übrig, die ich mir noch überlegen muss. Aber ich habe beim gelben Block halt da, also wenn ich den grünen wegmachen sollte, habe ich dann beim gelben hier so eine Lücke. Aber ich muss ja oben eine ebene Fahrbahn erschaffen. Und wenn ich den grünen da lasse, habe ich hier so eine Lücke. Aber die kann ich nicht mehr schließen, weil ich ja diesen roten hier schon weggemacht habe. Okay, vielleicht muss ich auch sogar doch, ja, vielleicht muss ich sogar den da behalten, weil nämlich, ja, doch, den muss ich da behalten, weil nämlich nur dieser rote, ich mache alles weg, weil nur der rote Block mit dieser Hervorstehung hier dann diese Lücken, die entweder der Block hier oder der Block schaffen, schließen kann. Das ist der einzige, der das überhaupt kann, irgendwie. Also muss ich den sogar da behalten. Okay, ja, dann mache ich es mal andersrum. Also ich muss den da behalten, den roten, glaube ich. Deswegen muss ich dann den weghauen, weil ich ansonsten eben schon zu hoch wäre. Wenn ich den weghaue, wie kriege ich jetzt da links hin eigentlich? Achso, ich mache einfach den weg. Genau, dann habe ich das nämlich da links auch. Oh Gott. Warte kurz, jetzt will ich auch noch, boah, das ist aber schwierig, finde ich. Jetzt muss ich gucken, das. Ach Gott, ey. Das ist nicht einfach. Warte kurz, wenn ich. Also, ich meine, ich muss ja das da rechts auch irgendwie hinkriegen. Und das rechts kann ich nur schaffen. Also, der muss auf jeden Fall auch weg, weil über ihm die Lücke nicht mehr geschlossen werden kann. Ja. Und damit. Dann fällt dann das Quadrat da nach unten. Also, ich muss auch den hier da behalten. Ja, wenn ich aber den wegpacke. Und jetzt noch den. Dann habe ich es, glaube ich, oder? Dann fällt nämlich dieser gelbe mit dem unter ihm nach unten. Der hat dann auch eine Höhe von 5. Und der rote fällt dann mit dieser Stelle hier noch dann hier so in die Lücke rein, die dann da entstanden ist. Also, Moment,
Der da. Ich will mal kurz nachschauen, dass ich keinen Fehler mache. Der da und noch der Grüne da. Das ist aber nicht einfach. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, dass ich jetzt keinen Fehler gemacht habe. Ne, ich habe einen Fehler. Ich will ja. Oder, passt schon, vergesse, passt schon. Ich dachte, ich hätte einen Fehler gemacht, aber ist alles gut. Obwohl, andererseits ist aber eine Sache. Komisch, fällt mir gerade auf. Weil ist es nicht egal, ob ich den Block oder den Block wegmache? Darf ich mir das aussuchen? Ist es wurscht, wie ich das mache? Hier so? Das ist sogar egal, oder? Oder nicht? Weil die unterscheiden sich ja nur darin, dass der Gelbe ja hier nochmal einen so weiteren Block hervorstehen hat, der beim Grünen nicht da ist. Aber der ist ja da unten irgendwie und der ist mir doch völlig wurscht. Oder? Ich will aber jetzt hier natürlich keinen Fehler mehr machen irgendwie. Ah ne, warte mal, ich habe einen Fehler. Stimmt, ich habe auf der rechten Seite einen Fehler gemacht. Weil jetzt nämlich ja... Boah, das ist gar nicht einfach, ey. Das ist überhaupt nicht einfach, aber das ist auch cooles Rätsel, finde ich. Aber jetzt dann gleich habe ich es. Weil ich habe jetzt den Fehler gemacht, dass ja jetzt der hier zu weit nach unten fällt. Der wird nämlich bis hierhin fallen. Stimmt. Okay, warte mal, dann will ich... warte mal kurz. Ich habe ja angenommen, dass ich den hier wegmachen muss, aber das muss ich ja gar nicht, fällt mir gerade auf. Weil... Ich mache mal die da weg. Das da links dürfte aber jetzt, glaube ich, passen. Weil ich könnte ja auch den wegmachen. Dann fällt der hier nach unten. Ja, aber ich muss sogar den auch wegmachen. Dann fällt der hier ganz nach unten und der hier bleibt einfach oben drauf, weil die beiden haben ja auch schon eine Höhe von 5. Hier 1, 2, 3, 4, 5. Also wenn einfach dieser Block hier auf dem Boden steht und der hier ist oben drauf, dann habe ich auch schon eine Höhe von 5. Also ich könnte auch euch zwei wegmachen. Aha, und dann ist es nämlich nicht egal, ob ich den gelben oder grünen wegmache. Da muss ich nämlich den gelben wegmachen, weil der ansonsten zu hoch wäre. Okay, jetzt passt aber, glaube ich. Ja, jetzt passt das. Boah, das ist schwierig gewesen. Aber ich glaube, jetzt dürfte es stimmen. Puh, das war richtig cool nochmal. Wie wäre es hiermit? Da bin ich aber erleichtert. Okay, das hat mir sehr gefallen, das Rätsel. Kap oben, gute Arbeit und jetzt nichts wie weg hier. Hurra, geschafft! Wir sind noch nicht über den Berg. Haltet euch alle gut fest. Nein, Hawks! Nicht schlecht. Oh, das ist ja toll! Das Auto kann fliegen! Paul ist nun mal ein Genie. Auf seine eigene Art. Aber Professor, wieso können Sie denn eine Flugmaschine steuern? Das ist doch bloß ein Auto. Oh, gut gemacht, Layton. Sind das jetzt alle? Jawohl, Chef. Alle Einwohner des Untergrunds wurden erfolgreich an die Oberfläche befördert. Jetzt liegt es an Layton. Es ist zu gefährlich. Er ist doch nicht allein schuld. Das wissen Sie selbst. Ist es nicht so? Ich weiß. Wie bitte? Wir fliegen zurück?
Keine Sorge, Luke. Ich setze euch drei ab und fliege zu dir zurück. Wir haben die unterirdische Stadt evakuiert. Alle Einwohner sind in Sicherheit. Ich danke Ihnen, Herr Inspektor. Es ist vorbei. Aus und vorbei. Das ist nicht wahr, Clive. Du kannst von vorne beginnen und den Schaden wieder gut machen. Naja, er hat hunderte von Menschen wahrscheinlich umgebracht. Ich weiß ja nicht. Aber wie? Reden wir später darüber. Aber jetzt müssen wir so schnell wie möglich fort von hier. Aber wieso? Wieso helfen Sie mir? Ich kann dich hier nicht einfach zurücklassen. Aber wissen Sie nicht, was ich getan habe? Was ich erreichen wollte? Ja, trotzdem würde ich dich nie hier umkommen lassen. Letzten Endes ist diese Tragödie auf die Fehler von uns Wissenschaftlern zurückzuführen. Ich verstehe. Wir können später noch darüber reden, aber jetzt müssen wir wirklich hier raus. Okay, das war jetzt eine ziemlich schöne Notlösung, dass die Maschine jetzt wieder ins Erdinnere gefallen ist und dass sie dann dort explodiert ist, weil da innen, das war ja eh nur alles Fake und die Leute wurden ja auch alle evakuiert, also durch die Explosion ist jetzt niemand mehr zu Schaden gekommen, das ist gut. Habe ich nicht erwartet, dass sie das irgendwie hinkriegen würden, aber haben sie geschafft, sehr schön. Ist bei euch alles in Ordnung? Ich glaube schon, Professor. Nehmen Sie diesen Mann auf der Stelle fest. Du kommst mit mir, Freundchen, und mach bloß keine Faxen. Herr Inspektor, einen kleinen Moment bitte. Ja, Bill Hawks können Sie auch gleich abführen übrigens. Den hasse ich ja auch mittlerweile total für das, was er getan hat. Was fällt Ihnen ein? Dieses Subjekt stellt eine immense Gefahr für die nationale Sicherheit dar. Ich kann den von Clive angerichteten Schaden nicht bestreiten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch er ein Opfer politischen Machtstrebens ist. Was unterstehen Sie sich? Professor, ich... Beantworte mir eine Frage, Clive. Du wusstest von Anfang an, dass ich dir im Weg stehen würde. Wieso hast du dann nach mir gesandt? Ja, jetzt wird diese wichtige Frage auch noch geklärt. Das wird mich auch sehr interessieren. Warum hat er überhaupt uns in die Zukunft, in Anführungszeichen, geholt? Obwohl Dimitri für sein Projekt nach ihnen verlangte, wusste ich um die Gefahr, die sie darstellten. Und dennoch war ich es, der ihnen den Weg ins Herz unserer Organisation geebnet hat. Zu Beginn habe ich bloß mit ihnen gespielt. Dann fing ich aber an, die Zeit mit ihnen zu genießen. Vielleicht wollte ein Teil von mir vor dem Wahnsinn beschützt werden, der mich überkam. Genauso, wie sie mich vor Jahren schon beschützten. Ich muss zu
Reiß dich zusammen, Junge. Du kannst ihnen nicht mehr helfen. Bleib hier, sonst wirst auch du umkommen. Ja, ich erinnere mich. Mein tiefstes Inneres hoffte wohl, sie würden mich erneut von der Schwelle des Irrsinns retten. Dies ist nun das zweite Mal, dass sie mein Leben gerettet haben. Ich danke ihnen. Clive, ich... Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Ich werde mich meiner Verantwortung stellen. Ich werde auf den Tag unseres Wiedersehens warten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Das wünsche ich dir auch, Clive. Barton, ab mit ihm zum Hauptquartier. Sehr wohl, Chef. Ha, Kriminelle wie er lassen die ganze Welt verrückt erscheinen. Abscheulich, einfach abscheulich. Genauso abscheulich wie du. Menschen sind auf der Art von ihren Motiven beherrscht, dass sie über die Folgeschäden hinwegsehen. Aber von Blindheit sind nicht nur die Kriminellen geschlagen. Worauf wollen Sie hinaus, Inspektor? Ach, nichts, gar nichts. Ich konstatiere nur die Lage, Premier. Bitte entschuldigen Sie mich. Und noch was gelöst, zum zweiten Mal. Luke ganz groß. Der vermeintliche Luke der Zukunft ist in Wahrheit ein Junge namens Clive, der seine Eltern in einer Laborexplosion vor 10 Jahren verlor und seither auf Rache sind. Den Professor beschloss er zu kontaktieren, damit jener ihn aus seinem eigenen Wahn rette. Was soll ich nur sagen, wenn ich nur an das Leid denke, das ich mit meiner Forschung herbeiführte? Schrecklich, ich weiß. Aber Sie scheinen Claire sehr geliebt zu haben, wenn Sie so etwas taten. Je mehr ich darüber nachdenke, desto unsicherer bin ich mir meiner Beweggründe. Stolz oder Liebe? Ganze 10 Jahre bin ich hinter etwas Unmöglichem hergejagt. Aber nun bin ich wieder bei Besinnung. Aber wissen Sie, Herschel, eine Kleinigkeit haben Sie allerdings übersehen. Was meinen Sie damit? Ich glaube nicht, dass mir noch viel Zeit bleibt, Herschel. Ich fürchte, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Celeste. Ich sehe, du hast ihn in Ehren gehalten, den Zylinder, den ich dir schenkte. Hä? Was? Was haben Sie da gesagt? Ah, da sind Sie ja, Layton. Sie baten mich um Nachforschungen zu Claires Familie. Es scheint, dass sie gar keine jüngere Schwester hatte. Hä, ist es doch Claire? Hä, was? Aber dann... Ja, es war auch für mich ein Schock, als ich es herausfand. Sie meinen doch nicht wirklich, dass... Ich bin's, Herschel. Claire. Was? Auch wenn es unbegreiflich ist. So scheint das Experiment damals doch nicht ganz misslungen zu sein. Auf unerklärliche Weise wurde Claire 10 Jahre in die Zukunft transportiert. Direkt in unsere Gegenwart. Exakt. Die Zeitmaschine hatte funktioniert. Zumindest für einen Augenblick, ehe sie explodierte. Das ist unmöglich. Trotz allem sind leider weitere Komplikationen aufgetreten. Kurz nach ihrem Erscheinen in der Gegenwart wies Claires Körper einen Molekularschwund auf. Es war sein Versuch, in seine eigene Zeit zurückzukehren. Ich führe dieses Phänomen auf die Unvollkommenheit der Zeitmaschine zurück. Ihr bleibt nicht viel Zeit. Ich hoffte, eine Möglichkeit zu finden, Claires jetzige Existenz zu stabilisieren. Aber es scheint unausweichlich, dass sie in ihrer Zeit zurückkehren muss, zum Moment der Explosion. Ich flehte Dimitri an, einzuhalten. Weitere Versuche hätten nur zu neuen Zeitanomalien geführt. Niemand sollte versuchen, die Toten vor ihrem Los zu bewahren. Die Folgen wären unvorstellbar. Der Zeitfluss muss linear bleiben. Veränderte man seinen Lauf, wären die Rückwirkungen verheerend. Aber Dimitri hörte nicht auf mich. Da wusste ich, ich könnte ihn nur mit deiner Hilfe stoppen, Herschel.
Was Dimitri, Hawks und ich damals taten, brach die Naturgesetze. Und nun müssen wir dafür bezahlen. Das ist alles so unfassbar. Wir müssen es beenden, Dimitri. Ja, es muss wohl sein. Meine Forschung hat unsere ganze Existenz bedroht. Sie könnte es wieder tun. Heute Nacht beende ich die Ära der Zeitmaschine für immer. Huiuiui. Ja. Rätselhafte Fremde. Celeste ist in Wirklichkeit Claire selbst, die am Tage des Unglücks vor 10 Jahren in die Zukunft transportiert wurde. Doch da ihr Körper nicht in der Gegenwart stabilisiert werden kann, muss sich Claire auf ihre Rückkehr gefasst machen. Zeit, Adieu zu sagen, Herschel. Ich muss in meine Zeit zurückkehren. Zu dem Tag, an dem wir voneinander gingen. Nein, Claire. Verzeih mir, Hirsch. Claire, warte! Siehst du, Herschel? Es ist soweit. Vergiss sie nicht. Unsere gemeinsame Zeit. Und unsere verlorene Zukunft. Bleib bei mir! Du darfst mich doch nicht schon wieder verlassen! Ich kenne dich. Ich weiß, du wirst stark sein. Wie ein wahrer Gentleman. Leb wohl, Herschel. Und danke. Puh, jetzt kommen die Credits, jetzt soll ich mein Fazit abgeben. Heieiei. Puh, das war das erste Mal, dass ich auch Layton so emotional gesehen habe. Puh, das war heftig. So, mein Fazit, ich muss mich erstmal wieder sammeln jetzt. Mein Fazit, Professor Layton und die verlorene Zukunft ist ein geniales Spiel, ne? Das war ja irgendwie schon zu erwarten, dass ich das sagen würde. Ist aber auf jeden Fall. Was ich vielleicht hauptsächlich jetzt erwähnen will, ist, wie ich das im Vergleich zu den anderen Professor Layton-Teilen so sehe. Mein bisheriger Lieblingsteil ist ja gar nicht einer von den 6 Hauptteilen, sondern das Crossover mit Phoenix Wright. Und ich kann vielleicht dazu im Vergleich ein bisschen was sagen, aber auch zu den anderen Layton-Teilen. Also erstmal die Story hier in dem Spiel, die fand ich absolut großartig. Vor allem am Anfang und auch jetzt am Ende nochmal. Also das Finale, was wir jetzt hier hatten, in diesem und auch in dem letzten Part oder in den letzten Parts, war wahrscheinlich das... Es war das beste Finale, doch, würde ich sagen. Auch besser als beim Crossover hat es mir gefallen. Doch, würde ich sagen, ja. Und jetzt vor allem die letzte Szene nochmal. Sowas von emotional. Echt richtig heftig, einfach nur. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und der Anfang war auch schon super cool. Auch die ersten 2-3 Kapitel fand ich auch schon super spannend, weil ich halt auch Zeitreisen so als Thema super interessant finde. Deswegen, das fand ich auch schon richtig cool. Ich kann jetzt übrigens nicht so wirklich auf die Bilder achten, weil ich eben währenddessen mein Fazit abgebe. Aber da sind bestimmt noch einige witzige Bilder dabei.
Auf jeden Fall. Fand ich aber auch die Story nicht absolut perfekt, weil ich fand nämlich, dass es im Mittelteil sich vielleicht ein bisschen zu lang gezogen hat, würde ich fast sagen. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn man nur 10 Kapitel gemacht hätte und nicht 13 oder 14 oder wie viel das jetzt im Endeffekt waren. Weil halt so ab dem Zeitpunkt, wo wir zum ersten Mal nach Chinatown kamen, wo wir dann die Tore zu waren und wo wir dann zurücklaufen mussten und dann den älteren Luke getroffen haben, haben wir dann mit Papagei versucht, das Ziel Leine aufzuschnappen beim Casino, sind dann wieder nach Chinatown zurückgekehrt, durften dann reingehen, mussten dann zum Tor vor dem Pagodenturm, sind dann halt zurückgelaufen wieder zum See oder zum Flussufer und dann wieder zurück nach Chinatown und sowas. Und da sind wir halt viel hin und her gelaufen und da ist storymäßig nicht so viel passiert währenddessen. Deswegen, das hätte man vielleicht noch ein bisschen kürzen können, damit das Ganze noch ein bisschen kompakter ist. Das hätte ich sogar echt besser gefunden, muss ich sagen, wenn es dann hier ein bisschen weniger Kapitel vielleicht gegeben hätte. Aber der Anfang, die ersten 2-3 Kapitel waren wahrscheinlich die besten von allen Professor Layton Teilen, würde ich sagen, weil ich da so gehuckt war am Anfang schon, wegen dem Zeitreisenthema, und das Finale war auch das Beste. Also war jetzt nicht gerade schlecht, die Story, das würde ich auf gar keinen Fall sagen. War echt richtig heftig. Und dann noch ein anderer großer Teil, natürlich die Rätsel. Die Rätsel hier in dem Spiel, die haben mir auch wieder richtig gut gefallen. Waren wieder einige coole auf jeden Fall dabei. Es gab auch wieder ein paar, die ich nicht so sehr mochte, aber das gab es bisher auch in jedem Professor Layton Teil, dass ich ein paar Rätsel nicht so sehr mochte, deswegen, das war schon okay. Und vor allem jetzt die letzten paar Rätsel, die wir jetzt noch beim Finale hatten, die haben mir auch richtig gut gefallen. Da waren noch einige richtig coole und auch richtig schwierige auch dabei. Aber die fand ich echt auch sehr schön, muss ich sagen. Trotzdem ist es, glaube ich, rein von den Rätseln her nicht mein Lieblingsteil, würde ich sagen. Da mag ich nämlich das Crossover wirklich am liebsten, weil ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, herausgefunden, so irgendwie, welche Rätselart ich am liebsten mag. Das passt nämlich auch ganz gut. Das sind nämlich eigentlich so Rätsel des Tages mäßige, wie auch in den Livestreams gerade immer bei Layton's Mystery Journey. Solche Rätsel wie Rätsel des Tages, wo man halt irgendwie ein gewisses Feld vor sich hat, so ein 5x5 Feld oder größer oder kleiner, und wo man dann dort mit bestimmten Regeln irgendwelche bestimmten Sachen machen muss, sage ich mal. Und solche Rätsel gab es halt, hatte ich das Gefühl, im Crossover zum Beispiel sehr viel. Und hier gab es auch einige, vor allem zum Ende hin gab es viele solche Rätsel, wo man irgendwie ein Feld hatte und man da irgendwie was in dem Feld machen musste, ne? Und sowas finde ich halt als Konzept ziemlich cool. Und die Bilder sind, wie gesagt, sehr komisch teilweise. Aber egal, könnt ihr noch drauf achten, wenn ihr wollt. Und auf jeden Fall, sowas finde ich eben ganz cool. Und von den Rätseln gab es auch einige hier, aber eben nicht so viele wie im Crossover oder wie auch in den späteren Teilen. Im Vermächtnis von Aslan gab es, glaube ich, auch noch viele solcher Rätselarten, würde ich mal sagen. Deswegen, wie sieht es denn jetzt dann so ganz, ganz insgesamt aus? Übrigens, das andere will ich auch noch kurz erwähnen. Soundtrack war auch wieder wunderschön. Es gibt super viele schöne Lieder hier aus dem Spiel. Sieht auch alles wieder wunderschön aus. Natürlich nicht so schön wie auf dem 3DS, aber für den DS sieht das alles wunderschön aus. Es gab richtig coole Sequenzen, auch vor allem auch zum Ende hin. Also audiovisuell auch wieder mal super, das Spiel. Muss ich ja, glaube ich, gar nicht erwähnen. Das ist auch wieder große Klasse. Und wie gesagt, insgesamt bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich sagen, ob ich es lieber mochte als das Crossover. Weil, wie gesagt, das Crossover hatte für mich bessere Rätsel, zwar auch leichtere, aber trotzdem bessere. Dafür war die Story hier insgesamt ein bisschen besser, würde ich sagen, aber die habe ich beim Crossover auch total geliebt, einfach nur. Und da war sie halt irgendwie konstanter, finde ich, weil sie halt hier, wie gesagt, finde ich, im Mittelteil so ein bisschen geschwächelt hat. Der Anfang und das Finale waren bombastisch, aber der Mittelteil war so minimal schwächelnd, sage ich mal. Deswegen, ich glaube, ich mochte insgesamt das Crossover immer noch lieber. Und das Crossover ist mein Lieblings-Layton-Spiel. Aber von den 6 Hauptteilen, da ist es das hier. Da ist es die verlorene Zukunft. Das fand ich von allen 6 Hauptteilen am besten. Wie gesagt, tolle Rätsel und die Story, vor allem das Finale jetzt, das war der Wahnsinn. Und es kommt noch mehr. Muss ich noch mehr weinen, oder wie? Jetzt heißt es, leb wohl. Nicht leb wohl. Sagen wir stattdessen lieber auf Wiedersehen. Jetzt kommt das auch noch. Du weißt doch, ein Gentleman weint nicht vor allen Leuten. Nein. Ich bin noch lange kein Gentleman! Ende. Ja, das kann ich vielleicht auch noch so kurz als Vergleich erwähnen. Es war ja bisher bei jedem Professor Layton-Spiel irgendwie so, dass beim Finale, dass ich sehr emotional wurde und dass auch zumindest meine Augen etwas feucht wurden oder sowas, sage ich mal. Das war eigentlich bisher immer der Fall. Aber mir ist noch nie eine Träne runtergelaufen währenddessen. Jetzt gerade schon.
Also bei Luke jetzt nicht, sondern gerade eben bei Claire. Da ist mir auch eine Träne runtergelaufen. Muss man auch manns genug sein, das zuzugeben. Und ich halte die Klappe. Ich weiß, dass unser letztes Treffen sehr lange her ist. Wie geht es Ihnen? Ich selbst bin wohlauf und habe eine Menge neuer Freunde kennengelernt. Ich schreibe Ihnen wegen eines merkwürdigen Vorfalls, der sich vor kurzem ereignet hat. Ein Vorfall, der mir wie geschaffen für den großen Professor Layton und seinen Lehrling scheint. Denn es bedarf einer Person ihres Kalibers, um ein solch bizarres Mysterium zu lösen. Alles, was Sie wissen müssen, finden Sie diesem Schreiben beigelegt. What? Es kommt noch ein Rätsel? Okay, ich soll jetzt noch ein Rätsel lösen, ich soll jetzt noch klar denken. Rätsel 130, das letzte Rätsel für 30 Pikarat. Okay. Ja, ich will eigentlich wieder zum Titelbildschirm zurück am Ende von dem Part. Und dann im nächsten Part halt mit dem ganzen Bonuszeug weitermachen. Deswegen, ich mach das mal jetzt sogar auch noch. Ich hoffe, das ist das letzte Rätsel, was jetzt hier noch... Aber es scheint ja auch das letzte Rätsel dran, ne? Es wird schon das letzte sein. Alles Weitere finden Sie im beiliegenden Umschlag. Ich habe den Wachsstempel für das Siegel selbst angefertigt. Mein Siegel sieht genauso aus wie das Ihre, allerdings in Blau, so wie meine Kappe. Und das L steht natürlich für Luke. Mir ist sogar ein Rätsel dazu eingefallen. Bei welchem der vier Beispiele A, B, C und D handelt es sich wohl um meinen Stempel? Kreisen Sie ihn ein. Okay. Ja, aber das sollten wir hinkriegen, weil ich muss ja halt... Ich muss mal gucken, dass ich das Ganze spiegelverkehrt betrachte. Aber das wird schon klappen. Hoffe ich mal. So, dann schauen wir mal. Also B ist es schon mal nicht, weil B nämlich richtig rum ist und nicht spiegelverkehrt. Deswegen B können wir schon mal direkt ausschließen. So, ich muss halt jetzt noch ein bisschen auf die Form gucken. Ich habe ja auf der linken Seite hier eher so ein bisschen eine Welle... Und hier eher so ein bisschen geraden Strich auf der rechten Seite, der auch etwas näher am Rand liegt. Und jetzt muss ich eben bedenken, dass sich das Ganze umdreht. Also links muss ich jetzt eher einen geraden Strich haben und rechts eher eine Welle, sage ich mal. Bei D ist es nämlich genau andersrum, deswegen können wir D auch ausschließen. Aber A und C haben beide, ich mache nochmal das weg. Aber A und C haben beide, links einen geraden Strich und rechts eher so eine Welle. Aber bei A geht der obere Teil vom Hut auch bis ganz über den runden Teil hinaus. Aber das ist sicher nicht der Fall. Wir können hier sehen, dass es da noch so einen kleinen Zwischenbereich gibt. Und dass der Hut, oder der Teil vom Stempel, der den Hut darstellen soll, dass die Spitze davon nicht ganz über den Kreis hinausgeht. Bei A ist aber schon der Fall. Deswegen ist er auch nicht. Also muss es C sein. Ja. Ja. Das sieht vielversprechend aus. Okay, das letzte noch gelöst. Sehr schön. Ganz wie ich vermutete. Hervorragend. Die Herausforderung besteht darin, die unterschiedlichen Kappenformen zu ermitteln und herauszufinden, dass das L auf dem eigentlichen Stempel seitenverkehrt sein muss. Toll, dass das L zugleich für Luke und für Layton stehen kann, nicht wahr? Los, Professor, öffnen Sie das Siegel und lesen Sie weiter. Kommt jetzt noch mehr Rätsel? Da stand das letzte Rätsel. Ich freue mich auf ein neues Abenteuer mit Ihnen zusammen. Bitte lassen Sie mich nicht warten. Ihr ergebener Lehrling, Luke. Puh. Fortsetzung folgt? Ja, bisher noch nicht. Also ich meine, es gibt einen vierten Teil, aber der ist ja storymäßig hinten dran. Ich hoffe, dass da wirklich nochmal irgendwann eine Fortsetzung kommt. Ein siebter Teil, der auch die Story fortsetzt. Na, hat dir Professor Layton und die verlorene Zukunft gefallen? Nee, war ein totales Scheißspiel. Du magst zwar am Ende der Handlung angelangt sein, aber das Spiel ist noch längst nicht vorbei. In unserer Geschichte sind genau 153 Rätsel versteckt. Wie viele hast du gelöst?
So 140 oder sowas ungefähr, glaube ich. Wenn du dich der Herausforderung gewachsen fühlst, dann versuche doch jedes einzelne Rätsel zu knacken. Das werde ich. Und wirf unbedingt auch mal einen Blick in den Bonusbereich. Das werde ich auch. Dort findest du allerhand tolle Extras, die du durch eifriges Rätsellösen freispielen kannst. Dazu erwarten dich auch einige extra knackige Bonusrätsel, die schwersten des Spiels. Willst du dich mal an diesen ungemein fordernden Kopfnüssen versuchen? Das will ich auch, ja. Wir wünschen dir noch viel Spaß mit Professor Layton und die verlorene Zukunft. Da die Geschichte damit zu Ende ist, hast du nun die Möglichkeit, deinen Spielstand zu speichern. Das werde ich auch machen diesmal. Wenn du diesen Spielstand wieder lädst, setzt du das Spiel im Inneren der mobilen Festung fort. Von dort aus kannst du jederzeit zurück in die Stadt fliegen und dich dort umsehen. Okay, gut. So kannst du alle Rätsel lösen und Dinge finden, die du vielleicht übersehen hast. So, ich speichere, ja, und zwar auf den ältesten einfach. Das ist nämlich der hier. Okay. Puh. So, ich muss jetzt erstmal nach dem Part dann echt ein bisschen durchatmen irgendwie. Dass man jetzt auch noch ein Rätsel lösen musste nach diesem emotionalen Ende war auch fies. Aber es war ja zum Glück recht einfach. Also wenn da jetzt noch so ein ultraschweres Schieberätsel gekommen wäre, das hätte ich nicht mehr ausgehalten, glaube ich. Aber ja, ich würde erstmal sagen, Leute, das war's dann hier für diesen Part von Let's Play Professor Layton und die verlorene Zukunft. Beim nächsten Mal geht's dann, also Let's Play ist noch nicht vorbei, ne? Es kommt immer noch einiges. Wir spielen ja 100%. Deswegen beim nächsten Mal geht's dann wieder in der Story noch weiter mit den letzten Rätseln, die uns da noch fehlen. Wie gesagt, ich glaube, dass wir so 140 Rätsel oder sowas, so ungefähr, glaube ich, gelöst haben dürften. Also so ungefähr 10, ein bisschen mehr vielleicht fehlen uns noch, die wir uns da noch in den nächsten paar Parts holen wollen. Und dann wird eben auch noch der Bonusbereich kommen, dort mit allen Extras und vor allem auch mit, wie ich vermute, 15 weiteren Rätseln, die schwierigsten des Spiels, die wir dann noch lösen wollen. Also wir haben zwar jetzt die wirklich richtig, richtig geniale Story abgeschlossen, aber das Let's Play ist noch nicht vorbei, es kommt noch einiges. Und ich würde mich noch freuen, wenn da ein paar von euch auch noch die nächsten Male auch noch zugucken würden, wie ich dann noch die 100% hier in Professor Layton und die verlorene Zukunft dann noch holen werde. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.